Herzlich willkommen, Markus Termin, astrologisches Stundenbuch, der 10. April 2024. Wir haben so ein bisschen Katerstimmung nach der Sonnenfinsternis mit diesem Chiron-Kontakt. Die Heilungstendenzen der Welt sind zu bemerken. Also es ist ein Gesetz verabschiedet worden, ich muss es nochmal sagen, wo die Sprüherei verboten worden ist in Tennessee. Das ist ein Anfang für die ganze Welt. Gestern habe ich schon erwähnt, es ist mir aufgefallen, Uranus im Zeichen Stier, Uranus, das Luftelement im Erdelement, das bezeichnet natürlich mit Jupiter auch diese unglaubliche Aktion, die absolut nicht öffentlich ist, aber die wirklich jeder wahrnehmen kann, der einfach oben da an den Himmel guckt. Der Mond ist noch im Zeichen Stier heute und besucht, hat besucht, erst einmal, nee, wird noch besuchen, geht vorbei an Uranus und Jupiter. Warum ich hier so unsicher bin, weil das ist seitenverkehrt, also ich muss immer das ein bisschen umdrehen, damit ich hier nichts falsch mache. Der eigentliche Aspekt Mars-Saturn ist heute, die Konjunktion von Mars-Saturn ist heute. Üblicherweise halten solche Aspekte durchaus einige Tage an. Mars-Saturn sucht eine Entsprechung, wo also tatsächlich das Starke auf das Harte trifft, gewissermaßen keine leichte Verbindung, zumal noch vor dem Hintergrund der Zeichen Fische. Aber wir sollten es auch nicht übertreiben. Wir sind in der Situation, dass Saturn und Jupiter potenziell in Sextilzeichen sind, das heißt also der Druck dahingehend zwischen Jupiter und Saturn ist nicht so groß und bietet auch durchaus Möglichkeiten und aufbauende Kräfte. Was man immer angucken muss um diese Zeit ist der Merkur, der in seiner Rückläufigkeit jetzt dann ins echte Kasimi, ich bezeichne das als echtes Kasimi, Merkur vor der Sonne, hinter der Sonne wird gerne auch als Kasimi behandelt. Das glaube ich nicht, dass das ein Kasimi ist. Aber jetzt ist der Merkur noch nicht im Kasimi, sondern er ist in Sonnennähe. Man spricht von Verbrennung. Verbrennung bedeutet, wenn Merkur näher als 10 Grad an der Sonne ist, dann geht man davon aus, dass so richtige Klarheit, so richtige Deutlichkeit auch im Ausdruck und im Denken schlecht möglich ist. Deswegen spricht man von Sonnenverbrannt. Und das geht so lange, bis Merkur dann für wenige Stunden im Herzen der Sonne ist. Dann ist allerdings eine Audienz beim König angesagt. Ich werde euch das rechtzeitig sagen in den nächsten Tagen, wann das der Fall sein wird. Aber solange er um die Sonne herum ist, ist so, kommt man da auf einen grünen Zweig? Finden die Überlegungen wirklich einen Grund? Kann man vernünftige Kalkulationen machen? All das ist unter Umständen schwierig. Also diese beiden Aspekte, Jupiter und Uranus und Mars und Saturn, die sind wichtig und dynamisch, aber sie sind meines Erachtens abgemildert allein durch die Tatsache, dass sie sich gegenseitig quasi im Sextil anschauen, also einen freundlichen Blick aufeinander haben. Summa summarum, das ist ein Tag, wo man seine eigenen Gedanken doppelt prüfen muss. Das ist ein Tag mit Stiermond, der zur Geselligkeit einlädt auf der anderen Seite. Und all die anderen Dinge, die wir sonst noch besprochen haben, diese auflösenden Strukturen, Merkur rückläufig sowieso, die sind parallel natürlich auch noch am Werken. Also Katerstimmung nach der Sonnenfinsternis, Merkur rückläufig, zu nah an der Sonne. Dinge muss man unter Umständen doppelt und zweimal machen. Das Initiativzeichen Widder mit starker Heilungsqualität, insbesondere dann, wenn man rückläufig geht, also wenn man zum Beispiel auch Kenntnisse von Dingen anwendet, mit denen man früher schon einmal zu tun hatte, die man früher bereits berührt hatte, aber vielleicht nicht ganz umsetzen konnte. Das ist im Allgemeinen die Situation heute, meines Erachtens außer Mars, Saturn, nicht überwältigend spektakulär. Freundlicher Stiermontag, gehabt's euch wohl, bis morgen. Markus Termin, astrologisches Stundenbuch
Und natürlich, wer Lust hat, mich anzurufen oder Kontakt aufzunehmen, am besten über die E-Mail mit Datum, Zeit, Ort. Und dann schicke ich euch gleich ein Horoskop und ich freue mich, wenn ihr das macht, weil ich nämlich davon lebe und ihr unterstützt auch diese kleine Morgenshow damit. Vielen Dank. Ach so, eine Sache wollte ich noch sagen. Leute, dieses mit dem Siderisch und dem der Frühlingspunkt, der wandert und so, mir ist da schon wieder so ein Film dazugekommen. Um es nochmal ganz klar zu sagen, der Frühlingspunkt kann nicht wandern. Man kann keinen Punkt festlegen und dann sagen, der wandert. Ich kann, wenn, das ist dieser Relativismus. Ja, jetzt haben wir wieder die Zeitverschiebung. Vorher war 12, 11 Uhr, jetzt ist 11, 12 Uhr, es wandert. Nein, die Dinge wandern nicht. Das Ziffernblatt der Uhr kann nicht wandern. Der Nullpunkt, Widderpunkt bleibt der Nullpunkt, Widderpunkt. Es gibt in diesem Sinne keinen siderischen Tierkreis, auch keine siderische Zeitrechnung. All das ist kompletter Unsinn. Egal, welcher Superastrologe euch das verkündet als neue Offenbarung und als neue Zeitrechnung. Danke fürs Zuhören. Markus Termin, astrologisches Stundenbuch am 10. April 2024. Okay, morgen besser.